Ich bin weit gewandert, habe viel gesehen. Ich überquerte Meere, tanzte auf Galaxien. Ich wollte wirklich alles, auch das Nichts war mein Freund. Ich liebte Gott und manchmal, da war mein Feind. Ich flog mit Engeln, ich ging mir verloren. Ich erschuf mich und starb, war neu geboren. Ich wollte mich schon vernichten, doch ich machte weiter. Lag im tiefsten Loch, stieg weiter auf der Himmelsleiter. Das sind harte Worte für eine falsche Welt. Ich bekämpfe die Dinge, lebe nicht, wie es Gott gefällt. Ich lebe mein Leben, kein Kompromiss. Ich liebe die Extreme, das mittendrin. Und ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ja, ich bin ich. Ich lebte für die Kunst, war für alles offen, fiel voll auf die Schnauze, oft in Schwarze getroffen. Ich trug ein Kleid aus Männerblicken, am liebsten würde ich all die Typen in die Wüste schicken. Ich bin weit gereist, auf vielen Kontinenten, war immer bereit, mein großes Herz zu verschenken. Wie immer auf die Reise, macht das Beste draus. Ich habe viel bezahlt, doch jetzt, jetzt will ich raus. Das sind nichts. Nur Worte in der dummen Welt. Ich durchschreite die Pforte, lebe so, wie es Gott gefällt. Ich liebe mein Leben, kein Kompromiss. Ich liebe die Extreme, das mittendrin. Und ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ja, ich bin ich. Worte in der falschen Welt. Ich bekämpfe die Dinge, lebe nicht, wie es Gott gefällt. Ich lebe mein Leben, kein Kompromiss. Ich liebe die Extreme, das mittendrin, das sind nicht nur Worte in der dummen Welt. Ich durchschreite die Pforte, lebe so, wie es Gott gefällt. Ich lebe mein Leben, kein Kompromiss. Ich liebe die Extreme, das mittendrin. Und ich, ich, ich bin ich. Ich bin ich. Ja, ich bin ich. Woo! Wow! Mit Show-Effekt zum Schluss. Ich bin ich. Ein Applaus. Wow, hey, ich bin ich. Erika, komm noch ein Schrittchen vorne. Mit dir reden wir zuerst, dann kannst du deine Band fast richtig aus der Atem. Ja, schon vorher gsi. Voller Einsatz, 100% Körpereinsatz. Hast probiert, ja. Nicht ganz, aber so viel wie möglich. Ja, genau. Hey, also du zweimal tief durchschnaufen, dann kann ich euch etwas über Erika erzählen. Die hat schon so manches erlebt im Leben. Sie hat gesungen auf Kreuzfahrtschiff. Sie ist unterwegs, zumindest hat sie gearbeitet. Sie war Lastwagenchauffeur in Afrika, in Amerika war sie. Sie hat viel gesungen im Truckstop von der Mutter, gell? Und hat so viel gesehen. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du erlebt hast oder das, was dich am meisten oder am liebsten zurückerinnerst von all dem, was ich jetzt ein bisschen erzählt habe? Es war alles irgendwie schön auf seine Art. Also es war schön, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Es war schön, ich muss immer weiter runter. Es war schön, Lastwagen zu fahren. Und ich darf vielleicht sagen, ich war die erste Schweizerin, die Marokko gefahren ist mit einem 40-Tonner. Und dort erlebt man natürlich schon Sachen, also auf der Strasse. Und auch natürlich Gitarren immer dabei in der Kabine. Und wenn ich irgendwo warten musste, auf einem Zollhof oder so, ist Gitarre rausgekommen. Dann habe ich gespielt und es ist schnell gegangen und trauben Leute um mich herum und zack, zack. Hey, ist aber cool. Also irgendwo Truckstop gemacht, Gitarre auspackt, Verstärker angehängt und los. Nein, unplugged. Unplugged. Sehr gut. Hey, und also das heisst, Musik war immer schon ein Thema bei dir. Wie viel hast du nebenbei noch geschafft? Wie viel war Musik in deinem Leben? Also früher habe ich viel geschafft. Also Musik ist auch arbeiten, aber ja. Anderer Job. Und ja, hatte ich 0815, also 9-to-5-Job als Chauffeuse. Aber ich habe auch mal gewartet, als Mami aufgehört hat, wird im Truckstop dringen, habe ich übernommen. Und ja, seit 2002 stehe ich eigentlich fast immer auf der Bühne. Und wo trifft man dich an? Wo sieht man Erika im Einsatz auf der Showbühne? Ja, ich denke, in Stockholm, oder? Ja, eben. Hey, das ist die richtige Ansage. Dort wird sie natürlich her.
Und die Schweiz vertreten mit einem richtig ein rockigen Song, oder? Genau. Und mein erstes Ziel wäre natürlich jetzt hier bei diesen 6 Leuten dabei zu sein. Das ist das erste Ziel. Mhm. Wenn ich das erreicht habe, bin ich schon mega happy. Und wenn es nicht so ist, das Leben geht weiter. Und ich werde gleich singen und meinen Weg gehen. Ja, hoffentlich. Also das erwarten wir. Man muss es auch ein bisschen als olympische Disziplin anschauen und sagen, hey, dabei sein ist schon mal grossartig. Und wenn es weitergeht, umso besser. Wir würden uns freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du noch schnell etwas würdest sagen zu deiner Crew, die dahinter steht. Wen hast du alles mitgebracht? Jetzt wird es schwierig. Der Jimmy ist eigentlich ein Line-Dancer und er tanzt das erste Mal im Leben Hip-Hop. Der Jimmy ist der. Wirklich mal schnell, dann wissen alle, wer der Jimmy ist. Der in der Mitte. Sehr gut. Da ist der Jimmy und dann? Er ist von Marseille, kann ich Deutsch. Ah, bon. Ah, c'est pour ça. Tu parles français? Jimmy, bienvenue. On vient de parler de toi, mais c'est bien. Super. Bienvenue. Après? Und dann habe ich die Luana und Zara und der Kevin und der. Der Fred, ich kenne die Leute noch nicht lange, aber sie sind von der Mad Dance Academy von Basel. Mhm. Unter der Leitung von der Rebecca Gysin haben wir jetzt hier innerhalb 2 Tagen eigentlich da wirklich einen getatscht. Wirklich einen getatscht? Ja, und mit Show-Effekt am Schluss, oder? Mit den Knaller und den Herzen, die rausgekommen sind. Ja, aber ich denke, wenn wir noch ein bisschen daran arbeiten, kommt alles noch besser. Genau. Und wir haben heute schon mal eine Gruppe gehabt, die 2 Tänzer hatte mit gleichem Geburtsdatum. Kommt mal vorne, die 2. Die wollen wir auch noch schnell anschauen. Weil wir schon 2 Ja, die anderen dürfen auch vorkommen. Wir haben ja tout le monde, vous êtes un groupe. Also, da haben wir 2, die gleich aussehen. Er, du bist der? Kevin, und du bist der? Fred. Also, wir hatten schon 2 Tänzer, die Zwillinge waren. Jetzt wollen wir wissen, wie viel seid ihr auseinander. Wer ist der Älter? Mal Hand auf. Du bist der Älter. Wie viele Minuten früher? 8. 8? Gut, dann habt ihr das Rennen gewonnen, die anderen 40 Minuten auseinander waren, oder? Weil daher habt ihr ein bisschen mehr Gas gegeben, was das angeht. Sehr gut. Also, für Stockholm wärst du gewappnet, oder? Und denkst du, endlich mal wieder einen Song auf Deutsch gesungen? Oder denkst du, es hat sich einfach so ergeben mit dem Text und mit dem Lied. Ja, ich würde es natürlich cool finden, wenn wir für die Schweiz dürfte, mit einem deutschen Song starten. Ich werde natürlich noch ein bisschen meine Aussprache müssen verbessern müssen, weil meistens singe ich eigentlich Englisch. Und was ich noch cool finde, ist einfach, es ist schon mal ein bisschen rockige Stimme vielleicht. Janis Joplin von der Schweiz. Das lassen wir als schönes Schlusswort hier stehen. Danke vielmals Erika oder Janis in dem Fall. Und danke vielmals euch allen für die Performance, die ihr hier geliefert habt. Und jetzt schauen wir, wie es geht. Unsere Startnummer 3 ist es, ihr dürft noch mal klatschen. Und ihr dürft stolz ab der Bühne. Merci vielmals Erika Arnold und ihre Tänzer und Begleitung auf der Bühne. Danke vielmals, ich lasse euch runter. So.